Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Jo, also wir gucken jetzt erstmal in einen Kommentar rein von Old Man Snyder. Wirklich, Bill, warum? So, gucken wir uns doch einfach mal den Bill an und dann... ja, wahrscheinlich, weil ich ihn mir auch selbst am meisten wünsche aktuell, weil ich ihn eben noch nicht habe, aber... Also, Hottis Bill ist auf jeden Fall mega stark. Man beachte, dass wir hier tatsächlich noch nicht mal im Max-Bereich sind. Wir haben hier 18-fach Bodyguard, wir haben 12-fach Motivieren und haben 20-fach das Mauerdurchstoßen. So, dann haben wir hier auch der Flag Defender, ist echt stark. Bei jeder Kombo, die gespielt wird, 15 Leben mit hinzu und 14 Angriff, beziehungsweise dann auch noch die Revanche, die relativ stark ist. Bei Fighter. Dann haben wir hier den Softball Bill. Auch der. Revanche, Leech, Cripple. Die Werte sind mega. Dann haben wir hier, alter Vater, der Tainted Alamo. Mit Gas, Punch und ja, es durchstoßen. Ne? Damit kannst du dann halt auch wirklich. Also, wie gesagt, wir sind hier. Ich gehe jetzt mal hoch. Wir machen jetzt einfach mal die ganze Geschichte nochmal maxed und dann gucken wir mal, was dann für Werte wir rauskommen, um das Ganze nochmal ein klein wenig besser darstellen zu können. So, okay, hier. Jetzt gehen wir hier nochmal runter. Wenn das alles maxed ist. So, haben wir hier zum Beispiel auch schon 40 Angriff bei einer kleinen Spear und 23-fach Gas, 21-fach durchs Mauer durchbrechen. Ja, das ist schon ziemlich stark. Hier zum Beispiel 6 und 46, 24, also mit Thunder Cocktails, ne? Hier 41, 24. Dann haben wir den Pigeon Bill, der ist auch ein Monster. Pigeon Bill ist ein Monster, du hast einmal Hijack, du hast hier Punch, du hast die Bombe. Auch hier 41, 43. Das ist 3 und 5 mit dem Irac Lobster. Zieh dir das mal rein, ich habe den Irac Lobster Quad. Ja. Also zieh dir das mal rein, das sind 53 Angriff beim ersten Schlag. 53. Das ist ziemlich übel. Oder hier mit dem Sacrificial Robot Goat. 51. Dann hast du noch den Hijack mit hinzu und hast noch die Bombe. Also Pigeon Bill. 54 Angriff. Ja. Im ersten Schlag. 16-fach Hijack. 19er Bombe. Das Ding, das ist ein Monster. Wenn der erstmal gespielt wird, alter Vater, wenn. Das ist. Was willst du denn dagegen dann großartig machen? Wenn du nicht gerade jetzt ein Deck voller Mythics hast, ja, dann selbst dann wird's schwierig. Paintball Bill, 26-fach Gas, 22-fach Cripple. Also das sind schon geile Kombos hier. Military Tux Bill mit 20-fach Gas, Bodyguard und das Durchstoßen der Mauer. Ja. Hier, Highschool Bill. Mauer, Punch. Und zwar davon ganz schön viel und Craze noch. 19-fach Punch. Hier allein. Jetzt überleg dir das mal. Guck dir das mal an. Also jetzt mal so. Wir haben hier eine Karte, die hat 46 Angriff im ersten Schlag. Ja? Dann hast du eine 19er Mauer und hast dann noch Craze mit hinzu. In der nächsten Runde hat die dann bereits 62 Angriff. So. 41, 38, 39, 44. 44 in der nächsten Runde, 59. 41, 41. 48, in der nächsten Runde 62.
Mit dem Student Lucky. Ja. Also auch ein Highschool-Bill, wenn der so quad, also maxed out rauskommt, also ich hab dann ein riesiges Problem. Und ich denke, die meisten anderen auch. Wenn der plötzlich auf Slot 1 kommt, da kann ich das Ding mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann schon fast wegschenken. Also da brauche ich viel Glück, um das nochmal retten zu können. Dressed up Bill. Okay, der ist jetzt nicht ganz so. Dings Arlen's Man Squaw ist auch 25-fach Leech, 15-fach Motivieren, 21-fach Revanche. Karte, die mega effektiv ist. Gut, das ist jetzt noch einen der alten Soused Bill oder der Drunk Bill, wie wir ihn hier nennen. Washboard Bill ist jetzt auch nicht so. Der Oberbringer Center Bill war früher immer ganz cool, aber ich spiele keinen Rupert mehr heutzutage mit Wireless Audio Transmitter. Guck dir das mal an. Jetzt mal ohne Scheiß. 20-fach heilen alle Karten. Also jede Karte. Also das ist ja heilen, alle heilen. Ja? 20-fach alle heilen. Und 23-fach motivieren. Ja, was kann dir denn da großartig noch Besseres passieren? Also Toga Bill. Auch der mit seiner Bombe, ja, 21er Bombe, 10-fach Cripple All. Momentan, jetzt aktuell beim Kostüm BGE mit Sicherheit mega stark, ja. High Heat Bill, auch geil. Bildeoser. Gut, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine der stärksten davon, aber auch die ist ziemlich stark. Also, Bildeoser. Da hat mit Sicherheit der ein oder andere von uns auch schon seine Bekanntschaft mitgemacht. Turkey Handprint. Also ist auf jeden Fall, Bill ist für mich momentan, also von den ganzen nachgezogenen Legis, die vorher irgendwie Epic, Common, beziehungsweise Rare oder Common waren, ja, ist der, ich finde den richtig geil und ich würde mich mega freuen, wenn ich den mal irgendwann maxed hätte in irgendeiner Form. Weil die passenden Kombo-Karten dazu habe ich maxed, ja. Nur da fehlt mir halt ein klein wenig. Ja, das wäre auf jeden Fall schon mal das, warum ich den Bill momentan also ich persönlich finde den Bill momentan als Leggy als die geilste. Wenn er maxed ist. Das ist meine persönliche Meinung. So, jetzt gehen wir hier in den Shop rein und gucken wir mal. Hier haben wir momentan die Peggy bei Mamas altmodischer Geheimnisschatulle. Dann sind wir schon im Shop. Gucken wir mal, was da so am Start ist. Mythic Bob Pack mit Wild Brine, Knife, Wielding Seal Bandit und Sacrificial Robot Goat. Auf jeden Fall ein geiles Pack. Und wer ihn eben durch die Swole Clubs nicht ganz voll bekommen hat, das könnt ihr jetzt nachholen. Also das würde ich an eurer Stelle auch machen, wenn nicht mehr viel fehlt, holt euch die paar Dinger, spart ein bisschen zusammen, bis irgendwann kommt er mit Sicherheit auch wieder dann rein. So, und dann sind wir bei den Karten. Dann haben wir hier nach wie vor diese Hottis Box. Hottis Luan, Hottis Salon, Furry Convention, Shrimpy Shrimps, McGriffin und Luan Platter finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd. Also die würde ich mir persönlich nicht holen. Und dann sind wir auch schon bei der Meisterschaft. Und dann haben wir als allererstes hier die Shots Francine am Start. Und Shots Francine sieht folgendermaßen aus. Wir haben eine Francine und dann hier Pawn Tucker Petriadale zum Beispiel, also mit Alkoholkarten. Kriegst du ein bisschen Leech raus und ein bisschen Angriff, wenn eine Combo gespielt wird, ist jetzt nicht wirklich der Oberbrüller. Das Ding dafür 500 Gems auszugeben, das lohnt sich nicht. Und das wissen auch die Leute, die es machen würden oder machen könnten. So, dann haben wir hier den Uncle Teddy. Und der Uncle Teddy, also das, was wir vorhin jetzt gesehen hatten beim Bill, im Center Bill, ja, das. In etwa hier mit einer Mythic und mit einer Slurm, aber nur einfach. 26er Burger. Der Center Bill hat das gleiche für alle. Plus noch andere. Nein, im Endeffekt, nämlich glaube ich, Cripple war das. Cripple All. So, also das ist schon mal ziemlich
schwach. Und wer spielt eine Slurm? Das lohnt sich nicht, Uncle Teddy. So, dann haben wir als nächstes den Bob Jean. Der wiederum ist sehr interessant, auf jeden Fall. Ja, Cripple All und Gas sind am Start. Ist halt eine Kostümkarte. Für die Leute, die einen Jean am Start haben, hier kann man ruhig mal 1000 Steine für ausgeben, für den Bob Jean, wenn man eben den auch ab und zu mal spielt. Also ich habe den auch schon gespielt, ist jetzt nicht unbedingt meine bevorzugte Combo, aber es gab schon Situationen, wo ich den ganz gerne gespielt habe. Es gab schon Matches, wo ich einfach nur versucht habe, beim Gegner so viel es geht runter zu krippeln. Und das kannst du halt mit einem Bob Jean wirklich gut machen. Also wenn der Gegner sein Deck bereits aufgebaut hat, dann kannst du hier mal von ausgehen, wenn wir das Ding jetzt hier maxen in irgendeiner Form, dann hast du hier 11-fach Cripple All oder hier 12-fach Cripple All und dann wenn du dann noch eine Tina am Start hast, dann kommen da noch ein bisschen was mit hinzu und vielleicht noch die ein oder andere Cripple All Combo durch eine andere Karte, dann fliegen beim Gegner zumindest schon mal ein paar Angriffspunkte weg. So, und eventuell hast du darüber die Möglichkeit, wieder ins Match reinzufinden, wenn du ein bisschen in Nachteil geraten bist. Ja, und da bin ich jetzt sehr traurig, muss ich sagen, dass er jetzt erst kommt. Also über den hätte ich mich riesig gefreut, definitiv, als noch das Double BGE gewesen ist. Captain Yesterday hat ja beides, hat ja zum einen eben Kostüm und Drogen und war gerade bei dem Double BGE mega stark gewesen. Jetzt aktuell, ja, ist er auch noch ganz gut. Jetzt fehlt halt der Effekt von den Drogen noch mit hinzu. Muss jeder von euch selbst entscheiden, ob er da jetzt nochmal Steine rein investiert. Nach wie vor Kostüm BGE am Start. Ich spiele ja den Fry auch ganz gerne. Und ich spiele auch gerne den Kleiderschrank oder eben aktuell generell die Kostümkarte. Klar, sowieso. Also, ist eine gute Frage. Was wäre, wenn wir jetzt hier 10% jeweils draufrechnen würden? Also gehen wir mal hier hoch zu dem Kleiderschrank. Machen wir das Ganze mal maxed, um mal so ein kleines Gefühl dafür zu bekommen, was da überhaupt passieren würde. Hier beim Total Licking oder da unten bei... gehen wir da mal runter zum Kleiderschrank. Das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel. Hier 10% drauf. Dann hättest du... Das würde wahrscheinlich aufgerundet werden. Dann hättest du wahrscheinlich 28 Angriff. Und hier weiß ich nicht jetzt bei 14, ob es auf- oder abgerundet wird, ob du dann 15 oder 16 Bombe hast. Ist jetzt nicht so viel. Auf jeden Fall würdest du 7 Leben mit hinzubekommen, wärst dann bei 73. Macht schon einen Unterschied. Ja. Ja, ist eine gute Frage. Wie gesagt, beim Double BGE hätte ich es mir sofort geholt. Jetzt bin ich mir ein bisschen unsicher. Muss mir da selber auch nochmal Gedanken drüber machen. Das sollte jeder von euch auch tun. Nach wie vor momentan der Kostüm BGE am Start. Und 10% kriegt dann die Karte also mit hinzu durch die Krone auf alle Effekte, Angriff und Verteidigung. Wenn ihr es sogar euch dreimal leistet, dann habt ihr 20% drauf. Und ja. Das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich mir jetzt echt sehr, sehr unsicher, was ich euch da am besten empfehlen soll. Für den einen lohnt es, für den anderen wahrscheinlich nicht. Ja. Ja gut, also wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat oder geholfen hat ein Stück weit das Video, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt doch mal was in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Ja, und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.